Hallo und willkommen zu Teil 2 von meinem Kommentar hier auf Nutlos zu Hans Blumenbergs wunderbarem Aufsatz Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. Im ersten Teil habe ich so ein bisschen kommentiert zu der Behauptung von Hans Blumenberg, dass es sozusagen zwei verschiedene Menschenbilder gibt in der abendländischen Tradition, ein Mängelwesenbild und ein, weiß nicht, wie ich das besser nennen soll, Füllewesenbild. Und der Parallelität dieser Unterscheidung, also der Mensch ist ein Mängelwesen oder ein Füllewesen, zu einem Rhetorikbedarf oder fehlendem Rhetorikbedarf, beziehungsweise welche Rolle spielt denn Rhetorik im menschlichen Leben? Ist sie notwendig oder ist sie nur Schmuck oder dient sie der Verbreitung der Wahrheit? Und da zieht eben Hans Blumenberg eine eindeutige Parallele, die in der Kurzversion so aussieht, dass in der verdrängten Option, könnte man sagen, in der verdrängten Option, dass den Menschen als ein prinzipiell nicht wahrheitsfähiges oder nur sehr begrenzt wahrheitsfähiges Wesen sieht und dass also der Mensch einen strukturellen Rhetorikbedarf hat. Und um diese Option, um eigentlich auch die Rehabilitation dieser Option geht es, glaube ich, Hans Blumenberg, wenn ich ihn nicht ganz falsch lese. Und das hat eben sehr viel zu tun mit Philosophie, mit der philosophischen Tradition des Abendlands, weil eben am Beginn dieser Tradition mit Platon ein offensives Rhetorik-Bashing steht, eine Zurückweisung der sogenannten Sophistik, wo auch sehr viel mit Strohmann-Argumenten gearbeitet wird. Also wenn man tatsächlich ernsthaft glaubt, dass das Bild, das Platon von den antiken Sophisten zeichnet, die antiken Sophisten korrekt wiedergibt, dann weiß ich nichts anderes zu sagen, als dann tut man mir herzlich leid, dann ist man also Platon ziemlich auf den Leim gegangen. Eine wunderschöne Rehabilitation dieser Position hat tatsächlich mein philosophischer Lehrer in einem wunderschönen Buch gemacht, das ich auch gleich noch unten verlinken werde. Das hat den schönen Titel Überzeugen und ist, glaube ich, letztes Jahr bei meiner Verlag erschienen. Endlich, endlich. Ich habe 20 Jahre auf dieses Buch gewartet. Ich habe selbst, um das nur offen zu legen, große, große Zweifel und große Kritik an diesem Modell. Also ich bin kein Anhänger dieses rhetorischen Modells von Politik. Ich glaube, dass Besseres möglich ist, auch gerade heutzutage, dass wir also mittels geeigneter demokratischer Institutionen unseren Rhetorikbedarf verkleinern können und dass das was sehr Gutes ist. Also dass nicht Rhetorik das ist, was menschliche Gesellschaften im Innersten zusammenhält, aber das nur am Rande. Nur damit ich da nicht in eine falsche Schublade gesteckt werde, deswegen sage ich das. Ich mache jetzt hier weiter mit meinem Kommentar zu dem Aufsatz, den ich persönlich für den wichtigsten Aufsatz halte, der innerhalb der Philosophie im 20. Jahrhundert erschienen ist. Deswegen lese ich den hier überhaupt und deswegen kommentiere ich den überhaupt. Jetzt geht es weiter mit Blumenberg, der an dieser Stelle, wir sind hier auf Seite 110 von diesem wunderbaren Reklamband, Folgendes sagt. Man könnte den Dualismus von Philosophie und Rhetorik, dessen Ausgleich immer wieder misslungen ist, in einem bestimmten geschichtsphilosophischen Konzept aufgehen lassen, das den Entwurf des Descartes umformt, indem es die Bedingungen der Moral par provision, also dieser provisorischen Moral bei Descartes, skeptisch modifiziert. Zweifelhaft bleibt nicht nur die Vollendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis, auf welchem Gebiet immer, sondern auch der mögliche Ertrag solcher Vollendung für eine Moral definitiv. Das war die Opposition, mit der Descartes gearbeitet hat. Moral par provision und Moral definitiv. Man könnte also jetzt in Zweifel ziehen, nicht nur, ob das überhaupt möglich ist, sondern dass das überhaupt nützlich ist, dass man überhaupt irgendwas hat davon, wenn man also dann plötzlich qua perfekter Erkenntnis einen Zugang zu einer für alle Zeiten dann, weil jetzt endgültig entdeckten, Moral hat, die auf festen Wissensprinzipien, auf gesichertem Wissen, methodisch erschlossenem Wissen beruht. Also man könnte in Zweifel ziehen, dass das überhaupt nützlich ist für unser Leben, schreibt hier Blumenberg. Es ist fast vergessen, dass der Fortschritt, schreibt er hier in Anführungszeichen Fortschritt, dass der Fortschritt nichts anderes ist als die auf Dauer gestellte Lebensform jenes kartesischen Interims, für das die provisorische Moral gedacht war. Worin Descartes recht behielt, ist dies, dass es nicht so etwas wie einen vorläufigen und vorab gewährten Anteil am Erfolg des Ganzen gibt. Anders ausgedrückt, das Programm der Philosophie gewinnt oder verliert, aber es wirft keinen Ertrag auf Raten ab. Also
Nur wenn du die Wahrheit ganz hast, kannst du sehen, ob du von Philosophie was hast. Auf dem Weg dahin hast du nichts von Philosophie. Das ist also ein Barbonk-Spiel, ein 0-1-Spiel. Vergleichbar auch mit der Pascalschen Wette in den Pensées. Aber egal, das ist uns jetzt gerade mal egal. Wichtig ist hier, wer auf Philosophie spielt, spielt im Roulette auf Schwarz oder Rot. Und ob das wirklich eine 50-50-Chance ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und auf einem ganz anderen Blatt steht, auch wenn man, selbst wenn man gewinnt, ob man damit was gewinnt, wenn man gewinnt. Also wenn Philosophie möglich ist. Darauf wettet aber Philosophie. Und auf dem Weg dahin, also während man sozusagen die Wahrheit noch nicht hat, sondern sie sich arbeitet, hat man noch nichts von der Wahrheit. So zumindest sieht man das Philosophie intern. Außerhalb der Philosophie kann man durchaus sehr viele Nützlichkeiten des philosophischen Forschens, möglicherweise sogar des wissenschaftlichen Forschens sehen. Aber so sieht das die Philosophie halt selber nicht. Alles, was diesseits der Evidenz übrig bleibt, ist Rhetorik. Sie ist das Organ der Moral par provision. Diese Feststellung bedeutet vor allem, dass sie ein Inbegriff legitimer Mittel ist. Die Rhetorik gehört in ein Syndrom skeptischer Voraussetzungen. Darüber kann nicht hinwegtäuschen, dass sie sich gegen das Verdikt der bloßen Mittel nur erwehren konnte, indem sie sich als das Mittel der Wahrheit ausgab. Also sozusagen, die Rhetorik wurde nur deswegen überliefert, weil sie sich als andiente an die Wahrheitssuche, an die vermeintlich entweder entdeckte oder entdeckbare oder zu entdeckende Wahrheit, nur deswegen hat sie überhaupt überlebt. Ansonsten hätte man sie ganz wegrationalisiert als wahrheitsfeindlich oder überflüssig. Dennoch in ihren Siegen musste die Rhetorik rhetorisch verfahren. Als im 4. vorchristlichen Jahrhundert die Rhetorik faktisch die philosophischen Ansprüche ausgeschaltet hatte, nannte Isokrates, nicht zu verwechseln mit Platons Sokrates, Isokrates ist eine eigene real existierende historische Person, die gab es wirklich, das ist ein berühmter, mit der berühmteste Rhetoriklehrer der Antike, hieß Isokrates. Auch das kann man in diesem wunderschönen Buch von Alfons Reckermann, das den Titel trägt, überzeugend nachlesen, wenn man sich mit Isokrates mehr auseinandersetzen will und seiner rhetorisch-philosophischen Position. Als im 4. vorchristlichen Jahrhundert die Rhetorik faktisch die philosophischen Ansprüche ausgestaltet hatte, nannte Isokrates seine Sophistik mit einem sophistischen Kunstgriff Philosophie. Der Sinn der Griechen für Wirkung statt für Wirklichkeit ist für Jakob Burckhardt die Basis der Rhetorik, die nur auf Augenblicke sich zur Staatsberedsamkeit aufschwang, im Übrigen aber auf den Erfolg vor den Tribunalen hin ausgebildet gewesen sein, also vor den Gerichten. Aber vor den Griechen selbst ist die Überredung in den Gegensatz zur Überwältigung gestellt worden. Also sozusagen, Rhetorik ist das andere der Gewalt, ist das andere des der mit den besseren Waffen oder der physisch Stärkere ist der Stärkere, eine andere Form von Stärke. Und die wird also bewusst dem Gewaltverhalten entgegengesetzt. Das heißt, aus der Sicht der antiken rhetorisch-philosophischen Position oder rhetorisch-praktischen Position, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ist es so, dass auf der einen Seite Gewaltverhalten steht, auf der anderen Seite steht Rhetorikverhalten. Das ist die Grundunterscheidung. Das sieht man sehr deutlich bei Isokrates. Ja, also dass sich diese rhetorische Position ermächtigt, indem sie sagt, entweder wir lösen unsere Probleme mit Gewalt oder wir lösen sie Kraft der Überredung. Und dann ist eindeutig, dass die Kraft der Überredung das Bessere ist. Das war zum Beispiel der Anspruch der Griechen, dass sie innergriechisch rhetorisch verfahren, während sie nach außen zu Nichtgriechen weiterhin gewalttätig sind. Ja? Also es war eine Auszeichnung, wenn man rhetorisch und nicht gewalthaft behandelt wurde. Und deswegen hat der Peloponnesische Krieg, dieser 27-jährige Krieg, die Griechen selber, die Antikriechen auch so geschockt, weil sie da wieder gewalttätig geworden sind. Und das war eigentlich nicht mehr ihr eigener Anspruch. Das war also auch vor dem Hintergrund ihres eigenen Selbstverständnisses ein Zivilisationsbruch, ein Zivilisationsverfall. Sie waren von sich selbst geschockt, dass sie miteinander ihre Probleme eben gewalthaft gelöst haben und nicht Kraft der Rede. Und da spielt vielleicht Isokrates auch gar keine so kleine Rolle bei der Ausbildung dieses Anspruchs. Nochmal der Satz. Aber von den Griechen selbst ist die Überredung in den Gegensatz zur Überwältigung gestellt worden. Im Umgang der Griechen mit Griechen, so Sokrates,
Isokrates, Entschuldigung, so Isokrates, sei das Überreden angemessen im Umgang mit Barbaren, also Nicht-Griechen, der Gebrauch der Macht. Aber diese Differenz ist als eine der Sprache und der Bildung verstanden, weil Überredung Gemeinsamkeit eines Horizontes voraussetzt, der Anspielung auf Prototypisches, der Orientierung an der Metapher, am Gleichnis. Die Antithese von Wahrheit und Wirkung ist oberflächlich, denn die rhetorische Wirkung ist nicht die wählbare Alternative zu einer Einsicht, die man auch haben könnte, sondern zu der Evidenz, die man nicht oder noch nicht, jedenfalls hier und jetzt, nicht haben kann. Also Rhetorik, wenn sie zur Geltung kommt, ist ein Akt der Notwendigkeit, weil man nichts anderes hat. Zum Beispiel hat man keine Wahrheit oder vor allem hat man keine Wahrheit oder keinen Zugang zur Wahrheit. Dabei ist Rhetorik nicht nur die Technik, solche Wirkung zu erzielen, sondern immer auch, sie durchschaubar zu halten. Das eben, habe ich im ersten Video auch schon erwähnt, ist eine große Parallele zu heutzutage zu so Dingen, die zum Beispiel die Elisabeth Wehling macht. Und das ist sehr interessant, was dann auch passiert heutzutage. Also die Elisabeth Wehling ist ja bekannt für den Begriff des politischen Framing. Und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, macht sie auch politische Framing-Beratung. Und sobald das passiert, fängt man an, das entweder den Beratern oder den Beratenden oder beiden vorzuwerfen, weil das wird begriffen als manipulatives Verhalten. Also wenn Leute, wenn so Manuals auftauchen oder so, Beratungsinterna, das politisches Framing. Das hatten wir jetzt zum Beispiel bei der Geschichte mit dieser, ich weiß nicht, ich krieg den richtig hin, bei diesem einen Virologen Streeck oder so, dass da so eine Beraterfirma, die für Kommunikation zuständig ist. Das ist das klassische, antike, philosophische Rhetorik-Bashing. Man sieht, wie relevant das ist heutzutage. Ne? Also, sobald, ne, das ist das Bild, die Wahrheit müsste sich ja von alleine durchsetzen und sie würde keiner Rhetorik bedürfen. Sobald ins Rhetorik ins Spiel kommt, wirkt es fragwürdig. Wobei eben die Frage ist, ob irgendwas überhaupt unrhetorisch sein kann, was im öffentlichen Raum kommuniziert wird. Ob man auch unrhetorisch agieren könnte überhaupt. Und die Vorstellung, wenn man also eine platonische Vorstellung hat, dann tut man so, als ob das möglich sei. Also als ob irgendwas anderes unverdächtiger sei. Die Frage ist, wie sehr sind wir noch Platoniker? Und vielleicht noch so viel, also was Blumenberg, wenn man Blumenberg hier folgen will, dann ist also der große Vorteil von Leuten, die offen Rhetorik vertreten und rhetorische Konzepte, dass sie halt ihre eigenen Konzepte transparent halten können. Also sie sagen können, ja, wir machen hier Rhetorik, wir machen hier auch sprachliches Nudging, aber wir machen es offen. Und es gibt kein Sprechen ohne Nudging. Jedes Sprechen ist Nudging. Jedes Sprechen ist manipulativ. Es gibt kein unmanipulatives Sprechen. Die größte Manipulation ist zu behaupten, dass es unmanipulatives Sprechen gibt. Das würden also sozusagen offensive Vertreter der rhetorischen Schiene, der klassischen Rhetorik, des heutigen Framing eigentlich antworten müssen. Also sozusagen das fieseste Framing ist, dass es ein Framing ohne Framing geben könnte, dass es ein Reden ohne Framing geben, dass es auch ein Nicht-Framing geben könnte. Und viele Menschen stehen tatsächlich heute immer noch auf diesem sehr rhetorisch naiven Standpunkt, dass es ein rhetorikfreies oder framingfreies Sprechen überhaupt gäbe. Also nur zum Beispiel, weil keine solchen Berater eingeschaltet worden wären. Also ich, wie gesagt, finde diese Politikformen, die wir momentan haben, ganz schrecklich, inklusive dieser ganzen Beraterkiste. Aber das nur am Rande, weil ich mit dem glaube, dass wir bessere Formen haben können, die in gelosten Bürgerräten. Aber das wirklich nur an sehr am Rande, nur wieder, dass ich nicht in der falschen Schublade lande. Also ich bin kein Fan dessen, wie wir momentan Politik machen. Ich glaube, dass uns Besseres möglich ist, dass wir uns einen Riesengefallen tun, wenn wir also überlegene Rhetorik aus dem Spiel nehmen. Aber das ändert nichts daran, dass Platonismus eine noch üblere Alternative ist als das. Solange die Philosophie ewige Wahrheiten, endgültige Gewissheiten wenigstens in Aussicht zu stellen vermochte, musste ihr der Konsensus als Ideal der Rhetorik, Zustimmung als das auf Widerruf erlangte Resultat der Überredung, verächtlich erscheinen. Aber mit der Umwandlung in eine Theorie der wissenschaftlichen Methode der Neuzeit blieb auch der Philosophie der Verzicht nicht erspart, der aller Rhetorik zugrunde liegt. Zwar erscheint es zunächst so, als seien die Hypothesen der Wissenschaft immer vorläufige Hilfsmittel der Erkenntnis, Anweisungen zur Herbeiführung der Verifikation und damit der endgültigen Sicherung.
Aber die Geschichte der Wissenschaft gab Aufschluss darüber, dass auch Verifikation den Typus der Zustimmung auf Widerruf repräsentiert, dass die Publikation jeder Theorie einen Appell impliziert, die angegebenen Wege ihrer Bestätigung nachzugehen und ihr das Platzett der Objektivität zu geben, ohne dass durch diesen Prozess je endgültig ausgeschlossen werden kann, dass auf anderen Wegen anderes gefunden und Widerspruch erhoben wird. Also kurz, die Wahrheiten der Wissenschaft sind immer vorläufige. Es gibt keine unvorläufigen wissenschaftlichen Wahrheiten, keine endgültigen wissenschaftlichen Wahrheiten. Das haben wir vor allem durch die Wissenschaftsgeschichte gelernt. Und genau die zitiert jetzt Blumberg oder lässt sie anklingen. Das, was Thomas S. Kuhn in seiner Struktur wissenschaftlicher Revolutionen das Paradigma genannt hat, die beherrschende Grundvorstellung in einer wissenschaftlichen Disziplin für einen längeren Zeitraum, die sich alles verfeinernde und erweiternde Nachforschungen integriert, dieses Paradigma ist nichts anderes als ein Konsensus, der sich zwar nicht ausschließlich, aber auch über die Rhetorik der Akademien und der Lehrbücher zu stabilisieren vermochte. Das heißt, die Wurzel alles wissenschaftlichen Tuns ist Rhetorik und kann gar nicht rhetorikfrei sein. Auch wissenschaftliches Handeln und Forschen ist rhetorikabhängig, sogar nach dem eigenen Selbstverständnis der Wissenschaften. Ich würde sagen, sogar vor allem nach dem eigenen Selbstverständnis der Wissenschaften. Und das könnten wir auch wahrnehmen in unserer heutigen Wahrnehmung vorläufiger wissenschaftlicher Ergebnisse. Das hilft uns natürlich nicht sehr viel, weil wir Menschen einen großen Sicherheitsbedarf haben, ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Wir suchen auch in heutiger Forschung wissenschaftliche Gewissheit. Und manchmal verkauft uns die Wissenschaft solche Gewissheiten. Aber das ist auch ein bisschen ein doppelbödiges Spiel, was Wissenschaftler dann treiben, wenn sie sich darauf einlassen, weil sie damit eigentlich den Wissenschaftsprinzipien, wenn sie den wissenschaftlichen Raum verlassen und den öffentlichen Raum oder den politischen Raum betreten, weil sie dann eigentlich in dem Moment genau unwissenschaftlich agieren oder unwissenschaftlich werden. Also praktisch nicht mehr ein wissenschaftsförmiges Selbstverständnis verlassen. Viele Wissenschaftler, die den öffentlichen oder politischen Raum betreten, versuchen das zu markieren, also um da sauber zu bleiben. Also zu sagen, jetzt rede ich nicht als Wissenschaftler oder das entzieht sich meinem Erkenntnisbereich. Aber genau dann, wenn Wissenschaftler das tun, sagen sie meistens Dinge, die für uns als politische Wesen, die zum Beispiel gemeinsam Entscheidungen zu treffen versuchen, die dann bindenden Charakter haben, wohlgemerkt politisch bindenden Charakter, sehr unbefriedigend. Also solange Wissenschaft wissenschaftlich bleibt und nicht plötzlich nur das Renommee der Wissenschaften dazu benutzt, um irgendwelche Dinge als richtig erkennen zu lassen, ist Wissenschaft so gut wie immer total unbefriedigend. Ja? Also man könnte auch umdrehen und sagen, sobald wissenschaftliche Aussagen uns befriedigen können, sind sie wahrscheinlich keine wissenschaftlichen Aussagen mehr. Dafür gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine hohe Plausibilität, die wir der Wissenschaftshistorie entnehmen können. Also solchen Werken wie eben Thomas S. Kuhn, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Aber wie ich finde, zum Beispiel auch Werken wie von Paul Feyerabend, wieder den Methodenzwang. Was der Paul Feyerabend da, wie er das rekonstruiert, wie sich verschiedene moderne wissenschaftliche Fortschritte in der Realität vollzogen haben. Also wenn man das wahrnimmt und nicht verdrängt, dann erscheint es hochplausibel, dass alles, was aus der Wissenschaft kommt und uns befriedigend, sicherheitsstiftend erscheint, keine Wissenschaft mehr ist, auch wenn es von Wissenschaftlern kommt. Und das ist also sehr schwer auszuhalten, weswegen wir wahrscheinlich immer wieder den gleichen Fehler machen können und wissenschaftliche Erkenntnisse verabsolutieren und glauben werden, das wahrscheinlich sehr schwer wegzubringen, dass uns Wissenschaftler sagen könnten, was wir jetzt tun sollen. Dieses Missverständnis ist immer naheliegend, und es ist immer ein Missverständnis. Zumindest dann, wenn man das glaubt, was uns Hans Blumenberg hier zu sagen versucht. Ich glaube ja, dass uns andere Formen von Gewissheit möglich sind, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben, sondern mit sauberen politischen Prozessen, kurz gesagt mit demokratischen Prozessen im engeren Sinne, also mit dem, was auf gelosten Bürgerversammlungen stattfindet. Aber das ist dann eher eine emotionale Sicherheit. Das ist nicht die wissenschaftliche Sicherheit oder eben Unsicherheit. Das ist die Sicherheit, die wir uns als Bürger selber geben können, dass wir einander gut sind. Und das ist eben eine Sicherheit, die können wir uns lustigerweise institutionell verschaffen, indem wir die Prozesse so bauen, dass sie uns allen gleichermaßen die Sicherheit geben, dass wir nicht überhört werden, dass wir angehört werden, dass wir hier Gewicht haben, dass unsere Stimme hier Gewicht hat, dass wir das spüren auch können, dass es Gewicht hat. Das ist aber eine emotionale Sicherheit und das ist eine andere Sicherheit als die Sicherheit über objektive Dinge, die messbar sind.
also eher naturwissenschaftlich-wissenschaftliche Gewissheiten. Es gibt eben verschiedene Arten der Gewissheit. Und die Frage ist, wollen wir im politischen Raum wirklich, 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 wirklich die niemals erreichbare wissenschaftliche Sicherheit? Oder wollen wir nicht eigentlich die emotionale Sicherheit, und ich sage es jetzt mal ganz flapsig, dass die Gesellschaft uns lieb hat? Dass wir der Gesellschaft wirklich sind, wichtig sind? Dass wir als Menschen, als Einzelwesen der Gesellschaft nicht egal sind? Ist das nicht die eigentliche Sicherheit, die wir im politischen Raum suchen? Das wäre so meine Frage, weil wenn die Antwort ja wäre, wären geloste Bürgerräte eine ziemlich gute Idee. Aber das alles nur am Rande. Ich mache jetzt hier einen Punkt für diesen zweiten Teil. Im dritten Teil geht es gleich weiter. Ich verspreche, es bleibt sehr spannend, es bleibt auch sehr aktuell. Also dieser Titel, Annäherung an die Aktualität der Rhetorik, hat an nichts an Aktualität verloren über die letzten 49 Jahre. 49 Jahre ist jetzt dieser Aufsatz alt und er hat an Aktualität nichts verloren und das ist in diesen bewegten Zeiten, in denen wir leben, ein echtes Gütesiegel. Also was der Blumenberg da geschaffen hat in diesem Aufsatz, hat eine echte, echte Qualität, weil es ist immer noch scheißaktuell. Zumindest aus meiner Sicht. Zumindest mir kommt es so vor. Ceterum censeo, Demokratia esse sotienda.